Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einer Diskussion für euch. Und zwar zu folgendem Thema. Ein Thema, das ich letztlich aus der Diskussion mit meinem Tätowierer so ein bisschen raus extrahiert habe. Und zwar, wie ist eigentlich die Rolle von Vorbands? Wie ist die Rolle von Vorbands insbesondere unter dem Aspekt 2024? Denn wie die Rolle von Vorbands 1983 war oder 1991 oder 2004, interessiert letztlich heute nicht mehr. Die Musikwelt hat sich verändert. Wie sieht es heute aus? Und was ist heute mit Vorbands eigentlich auch ein bisschen los? Das ist so ein bisschen so ein hybrides Thema. Die ganze Ausgangslage stammt aus einer Tattoo-Session, um genau zu sein, dieser Tattoo-Session mit meinem Tätowierer Samuli, der Gitarrist von Fintroll, der natürlich auch eine Menge Musikerfahrung mitbringt. Wir verstehen uns immer sehr gut und quatschen sehr viel, wenn er mich tätowiert. Und es ist so, dass er gesagt hat, es gibt nur eine Aufgabe, er ist natürlich auf Englisch gesagt, nur eine Aufgabe, die eine Vorband hat. Du musst den Main-Act wie alte Ficker aussehen lassen. Du musst die aussehen lassen, als wären die scheiße. So, du musst den Arsch abspielen, damit die doof aussehen. Weil am Ende des Tages, und klar, der hat immer eine sehr starke Meinung, ich finde das auch immer großartig, mich mit dem über solche Themen zu unterhalten. Am Ende sind die Leute wegen, und dann denkt man natürlich mal in größeren Gefilden, wegen Kiss da. So, ne? Die Leute sind wegen Kiss da. Sollen furchtbar, also wenn man Vorband bei Kiss ist, habe ich in mehreren Biografien gelesen, soll das ganz scheußlich sein. Aber du musst dir so dermaßen den Arsch abspielen, dass du die Hauptact-Band wie scheiße aussehen lässt. Denn die sind alle für den Hauptact da. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und du kannst dich da jetzt irgendwie künstlerisch fühlen und auch selbst ganz toll fühlen oder versuchen, in deren Fahrwasser zu schwimmen und ein bisschen was von deren Fame abzuholen. Aber das wird niemals funktionieren, wenn du dir nicht so dermaßen, wenn du diese Rolle der Vorband annimmst und dir den Arsch abspielst und wirklich alles reinlegst. Das ist ein Prinzip, was in den 80ern, glaube ich, gemacht wurde und auch gut funktioniert hat. Ne? Also ich spreche von Slayer als Vorband, von Wasp und so weiter und so fort. Ne? Und es ist halt tatsächlich so, dass ich finde, die Rolle sich nämlich heute schon auch verändert hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Vorbands sich Mühe geben müssen. Und ich finde, das ist etwas, was wenig passiert. Im Underground gibt es tatsächlich auch sehr, sehr viele sehr kleine Bands, die sich sehr wichtig nehmen, die das überhaupt nicht rechtfertigen. Was bedeutet das? Klar können die alle gut ihr Instrument und alles, darum geht's nicht. Am Ende stehen die da, weil die Knete und Fame haben wollen. Fame wird am Ende mit Knete bemessen. Es ist ein Stück weit so. Und die Wirtschaftlichkeit mit reinbringen, das ist halt der entscheidende Punkt. Wir können alle uns den Arsch abspielen und hunderttausende Stunden in irgendein Konzept und irgendwas reinstecken. In dem Moment, in dem wir dafür Geld haben wollen, werden wir wirtschaftlich bemessen. Und nicht, wir werden nicht, wie viel Mühe wir uns gegeben haben. Weil ich kann mir, und das ist ein fieser Vergleich, und ich beziehe den aber mit Absicht, ich kann mir 100.000 Stunden für den schönsten Haufen Scheiße, für den tollsten, größten Haufen Scheiße investieren und aufwenden. Dafür wird mir aber keiner 100.000 Euro zahlen, weil es einfach am Schluss scheiße ist. Und das ist ein bisschen der Punkt. Vorbands, und das ist die Rolle der Vorbands hat sich dadurch, wie ich finde, sehr gewandelt. Es ist so, dass gerade im natürlich nicht hohen Bereich, wir müssen jetzt nicht von Kiss reden, ne, sondern am Ende geht es ja um kleine Konzerte, bei uns in der Gegend, Helvete, Turok, sowas, ne, Matrix Bochum. Eine Band, die halt, ich sag mal, 500 bis 1000 Leute zieht, die hat eine Vorband dabei. Was ist die Aufgabe dieser Vorband? Ne? Weil das ist häufig eine Vorband, klar, es gibt so, gerade auch im Helvete, da fassen sich 3-4 Bands zusammen, die buchen dann das Helvete und versuchen, ihre Reichweiten zu kombinieren. Und klar, manche sind etwas größer, manche etwas kleiner. Und so versuchen sie, voneinander zu profitieren und gemeinsam die Halle ansatzweise voll genug zu kriegen. Das funktioniert manchmal gut, manchmal nicht. Ich finde, das ist ein super System. So, aber man muss sich auch die Frage stellen, ist klar, was will ich dafür eigentlich? Will ich eigentlich Geld? Ja, wir haben viel dafür geübt und bla bla bla, das ist euer Hobby. So, ihr wollt jetzt Geld dafür haben, dann werdet ihr auch wirtschaftlich bemessen. Ist die Sache wirklich so gut? Und wenn dann eine Band hinkommt, die einfach nicht so gut ist, und das kann man nun mal an Personen, die es zieht und so weiter und so fort, einfach auch messen. Das ist ja nun mal so. Und wenn eine Band, eine Underground-Band, nicht mal 12 Leute vor die Tür holt, nein, dann ist die halt auch nicht wert, dass die nicht mal 200 Euro bekommt. Und das ist tatsächlich diese Krux von Vorbands. Denn am Ende des Tages ist die Vorband eine Band, die sich wo dran gesetzt hat, gezeckt hat, will man fast sagen, aber die sich dazu gesellt hat,
ein bisschen was, eine größere Bühne, als er eigentlich verdient, präsentiert bekommt und diese bestmöglich ausfüllen muss. Und das hat zur Folge, dass sie einfach nach wie vor sich den verdammten Arsch abspielen muss. Denn du spielst gerade eigentlich auf einer Bühne, die zu groß für dich ist. Du hast gerade eigentlich ein Publikum, das zu groß für dich ist. Das heißt, du als verdammter Underground-Band musst dir den Arsch abspielen. Das ist wichtig. Spiel dir den Arsch ab. Nimm dich nicht zu wichtig. Ne, beiß in den sauren Apfel und iss die Zitrone und Bild X. Aber der Punkt ist tatsächlich, dass diese Rolle inzwischen aufgeweicht ist. Ich bekomme das im Helvete, weil ich natürlich auch da arbeite, immer wieder mit, dass da kommen Underground-Bands, die ziehen keine 5 Leute. Die wollen aber 500 Tacos haben, Spritgeld, kommen in meinen Soundmischer, weil da einige untalentierte Bro aus dem Freundeskreis gesagt hat, ich will auch einen Job in der Band haben. Die sind überfordert mit der Technik, die können gar nichts, die ziehen keine 5 Leute, wenn du die auf den Flyer schreibst. Warum wollt ihr so viel Geld haben? Weil ihr denkt, ihr seid es wert? Nein, ihr werdet wirtschaftlich bemessen. Wirtschaftlichkeit ist eine Frage von Bedarf und Produkt. Und machen wir uns nichts vor. Ich kann euch das Bild jetzt mit dem Scheiße gerne nochmal aufzeichnen, aber am Ende des Tages ist es das wirtschaftlich nicht wert. Wenn es euer Hobby ist, ich habe Warhammer als Hobby, jeder, der das kennt, das ist ein sehr teures Hobby. Ich habe aber auch Instrumente und kann auch Musik machen, mache das auch ganz gern ab und zu. Ich weiß auch, dass das ein teures Hobby ist. Und nur weil ich da schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden reingesetzt habe, heißt es nicht, dass meine Arbeit irgendwas Wirtschaftliches wert sein. Das Geld von anderen, da habe ich kein Anrecht drauf. Und da ist tatsächlich der Punkt. Entweder du machst ein Produkt, was wert ist, oder machst das, was du Spaß hast und hoffst, dass es einen Wert hat, oder du machst es halt aus Hobby. Und Hobbys kosten Geld. So. Aber diese Vermischung von, ich habe mir ja Mühe gegeben, das ist jetzt dadurch automatisch was wert. Nein, das funktioniert so nicht. So funktioniert die Welt nicht. Wenn es keinen Markt gibt für dieses Produkt, und das ist es am Schluss, eine Musik, es ist so trocken und traurig, wie es jetzt klingt, ist dann, ja, wenn es diesen Markt nicht gibt, dann wird auch keiner dafür zahlen. Ne? Es ist so, dann hast du da einen Marktstand und alle gehen vorbei und du gehst mit deiner Ware wieder nach Hause. Und das ist so ein bisschen die Krux der Rolle von Vorbands. Ich glaube, dieses Anketten an größere Bühnen, da muss man sich den Arsch abspielen. Ich glaube aber tatsächlich, diese Rolle, sich einfach nur den Arsch abzuspielen und die als Prämisse zu haben, ich muss den Main Act schlecht aussehen lassen, was natürlich nie erfüllt werden kann, die Leute sind für die da, die können da gar nicht verkacken. Aber du musst dir so den Arsch abspielen, so viel Mühe geben und so ausflippen und so ausrasten und so einmalig sein, dass zumindest, wenn die Leute an das Konzert X denken und sagen, fuck, aber die Vorwelt war gut. So, und so entstehen dann auch Größen. Wenn du aber hingehst und sagst, boah, wir werden nämlich bald berühmt, dann machen wir richtig viel Geld und können von unserer Musik leben. Weil das ist dieser kleine beschissene Rockstar-Traum, den noch alle verfluchten Musiker, nicht alle, aber statistisch alle, ich würde sagen 85-95%, haben die irgendwie dann doch noch im Kopf, und sagen, vielleicht können wir ja doch mit unserer Musik Geld machen. Und man kann mit Musik Geld machen, nach wie vor. Aber stellt das nicht als Prämisse für, als Gegenwert für die erbrachte Mühe hin, weil das entscheidet die Gesellschaft. Die musikalische Gesellschaft wird entscheiden, ob dein Produkt etwas wert ist oder nicht. Und wenn es das nicht ist, ist auch okay. Mach es aus Spaß, dann wird das Produkt im Normalfall auch besser. Wenn du es aufs Geld machst, wird es eh nichts. So, oder wenn du es nur aus Fame machst. Oder dann musst du so scheiße gut sein, dass du sowas wie Ghost auf die Bühne stellst. Ist jetzt eine kleine Sidekick gewesen, aber im Prinzip ist es auch so. Aber das ist ein bisschen der Punkt. Wir haben diese Rolle der Vorband einfach verloren. Es geht zu sehr um Wirtschaftlichkeit, um Fame, um Klicks bei Instagram, aber tatsächlich haben wir diese Rolle einfach ein Stück weit verloren. Und ich glaube, die Rolle hat sich nämlich eigentlich für die, die es wirklich wollen, gar nicht so sehr verändert. Ihr müsst euch den Arsch abspielen. Ihr müsst euch einfach den verdammten Arsch abspielen. Und wenn ihr die erste von 4 Bands seid und dann nur 12 Leute da sind, diese 12 Leute kannst du so dermaßen umwemsen, dass die an keine andere Band mehr am Abend denkt. Das ist im Idealfall. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und dann, vielleicht kommt die Kohle, vielleicht kommt sie nicht. Aber damit sollte man nicht rechnen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Rolle der Vorbands sich sehr, sehr gewandelt hat. Das ist meine Interpretation der Rolle von Vorbands. Ich glaube, die ist nicht so schlecht. Ich glaube, die könnte zum Erfolg führen. Aber nicht alle sind so gut. Heute, der jeder 3 Riffs spielen kann, gründet sofort eine Band und lädt seinen Scheiß bei Spotify hoch. Das macht Sachen natürlich auch schwierig, ganz klar. Aber wie gesagt, ist auch nur meine Meinung. Ihr habt vielleicht eine ganz andere. Und auch aus Bandsicht mögt ihr vielleicht ganz andere Eindrücke haben. Und ja, es kostet alles Geld, Leute. Die scheiß Welt kostet Geld. Und keiner wird uns irgendwas zahlen, nur weil wir ein bisschen Mühe da reingesteckt haben. So, ich habe ganz viel Mühe in meine Comic-Sammlung, in meine Musiksammlung gesteckt. Die kostet auch nur. So, ne, ihr wisst, was ich meine. Und
Das ist aber nur meine Meinung. Wie ist eure Meinung? Wie sollten Vorbands sich geben? Worum sollte es da gehen? Sollten sie sich den Arsch abspielen? Wie seht ihr das mit der Wirtschaftlichkeit von Vorbands, dass die immer doch wieder, am Ende geht es doch wieder nur um Zaster und um billige Scheiße und Egos und so ein Müll halt. Und das ist das, was ich sehr traurig finde, weil ich glaube, daran geht die neben Spotify auch die Musikszene ein bisschen zugrunde, dass die Leute eigentlich alle noch ein bisschen Rockstar werden wollen. Und das ist aber nur meine Meinung. Wie ist eure Meinung zu diesem ganzen Vorband-Thema? Oder sagt ihr tatsächlich, heute brauchen wir keine Vorbands mehr? Ich glaube, ein bisschen Warm-up brauchen wir immer. Nicht jede Band. Es gibt definitiv Ausnahmen. Es gibt auch immer noch Bands, die spielen alleine 3,5 Stunden und sagen dann Ciao Kakao. Und das finde ich völlig legitim. Aber wenn du von Stunden oder bis zu 1,5 sprichst, darf es schon noch eine zweite Band am Abend sein. Muss thematisch immer passen. Deswegen finde ich, Vorbands muss es weiter geben. Diese Supertouren sind natürlich immer noch ein ganz eigenes Thema. Wenn sich 3 bekannte Bands zusammentun, um wie gesagt zu kombinieren, finde ich das völlig legitim. Ich finde, da ist aber auch dieser Terminus Vorband nicht richtig. Weil das sind dann 3 Bands, die zwar hierarchisch unterschiedlich groß sind, aber die Berechtigung miteinander haben, weswegen die das so bauen. Ne? Mir geht es wirklich um die klassische Vorband. Und das seid ihr jetzt gefragt. Wie seht ihr das? Wie sind da eure Erfahrungen, eure Meinungen? Bin ich da wieder zu hart, ich weiß nicht, zu 80er und zu wenig 2024, wer weiß. Lasst mal eure Meinung da, tippt die fleißig ein. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Vielleicht melden sich auch ein paar Bandleute und sagen, wie die das sehen. Häufig sehen die es anders als ich, aber das ist es dann so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für eine Diskussion damit aufkommt. Ja, lasst es mich wissen, tippt fleißig ein. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten Daumen hoch, Daumen runter, wie es euch gefällt. Und auf Kommentare reagiere ich sowieso immer. Bis dahin, ciao, ciao.